Heißt, wir müssen hier wirklich mal gucken, dass wir Gas geben. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir müssen den Kredit uns nehmen, weil wir müssen jetzt richtig Geld ausgeben, um hier auch ein bisschen was zu machen. So. Jetzt haben wir natürlich sehr viel abgerissen, was vielleicht auch noch wichtig gewesen wäre. Ne? Das ist natürlich blöd. So. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier die Lenkradmontage. Das bedeutet, alles, was ab quasi Elektronik war, nee, ab der Motorgeschichte, alles ab Motor ist abgerissen worden. Das bedeutet für uns jetzt erstmal, hier ist ein Riesenplatz, den will ich nutzen. Um Zubehör zu machen, meine Lieben. Also, wir fangen jetzt folgendermaßen an. Wir werden den Teil, will ich nach rechts erweiterbar haben, weil hier staut sich zu viel. Ich weiß nur nicht, ob es daran liegt. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen, und zwar bis hierhin möchte ich es frei halten. Jetzt muss ich nochmal aufpassen, dass ich es auch richtig setze. So, müsste es gehen. Lass mal kurz das Band rüberlegen. Ja, das passt. So, Scheinwerfer. Das geht auch, weil da müsste man nämlich hier aufpassen, dass wir ja auch einmal wieder hochkommen. Scheinwerfer. Hupe. Hupe. Blitze. Passt doch. Frontscheibe. Klima. Und jetzt dann auch noch am Schluss die Armaturenbrettmontage. Und ganz am Schluss kommt dann die Elektronikmontage noch, aber die bauen wir auf dem Rückweg ein. Die wird hier eingebaut. So. Schaut jetzt furchtbar kompliziert aus, ist es aber gar nicht. So. Und so. Ganz groß. Ganz groß Zwerg. So. Okay, jetzt haben wir den Teil hier quasi geoutsourced. Oder nicht geoutsourced, sondern hier einfach eingepasst. Nein! So. So, den Teil auch noch. Da auch nochmal immer schön anpassen. Damit auch wirklich der letzte drin ist. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Produktion, weil hier ist natürlich alles schwierig. So. Gut. Hängt alles an dem Teil dran. Jetzt geht's los. Lasse die Spiele beginnen. Kommen haufenweise Sitze rein. Weil jetzt können wir nämlich gucken, ob der Teil ausreicht. Hier unten kommt nämlich unfassbar viel nach. Und das müssen wir jetzt gucken. Nicht, dass wir hier, echt zum Nadelöhr werden. So, wir haben kein einziges Auto im Eingang. So, wir haben kein einziges Auto drin. Rackermann, grüß dich! Bist auch mal wieder da, das freut mich sehr. Die armen Autos werden planiert. Ja, leider. Das war richtig viel Kohle, was da rumstand. So. Kann mir jemand sagen, worum es in dem Spiel geht? Wir produzieren im Prinzip Autos. Wir haben eine Autofabrik und produzieren. Fehlende Aufwertung, Entertainment-System. Oh. Hier habe ich ganz vergessen, dass wir hier noch welche hatten. So, jetzt kommt hier auch ein bisschen Zeug ran. Das geht nämlich jetzt, das wird nämlich jetzt nur noch über das Ding importiert. Das passt mir ganz gut. So, jetzt können hier die Autos nämlich raus und die gehen jetzt hier in die Qualitätssicherung rein und werden dann hoffentlich gleich verkauft. Und das Schlimme an der Sache, warum ich den Kredit noch aufgenommen habe, ist eigentlich der Punkt, weil ich genau weiß, dass es jetzt ein bisschen dauert, bis die Autos hier alle durch diese komplette Straße neu durchfahren. Das dauert nämlich immer so ein bisschen eine Zeit. So, hier wurden Mängel auch festgestellt, klar. Müssen wir ein bisschen aufpassen.
Blöd ist, wenn hier dann im Export irgendwann mal ein Stau entsteht. Das ist richtig dumm. Da muss man nämlich gucken, dass wir hier noch irgendwo einen anderen Export finden. In dem Fall hätten wir hier jetzt noch einen Export. Da müssen wir aber die Autos, glaube ich, einmal außen rum leiten, damit das auch klappt. Vergiss GPS nicht. Haben wir das nicht eingebaut schon, oder? Doch, hier haben wir drin. So. Jetzt könnte man natürlich Folgendes machen, damit wir nochmal ein bisschen unterstützen. Geben wir jetzt folgenden Auftrag. Und zwar, wir sagen, wir wollen hier nach unten nochmal ein bisschen verbinden. Dann kann nämlich theoretisch auch der hier unten noch ein paar Sachen hochschieben, weil der mir nämlich ein bisschen überlastet scheint gerade. So, auch hier immer noch Stau. Auch hier immer noch Stau. Jeweils eine Leiste mehr wäre fast sinnvoll. Richtig? Vielleicht. Also, fangen wir an mit der Scheinwerfermontage. Wo haben wir sie? Scheinwerfermontage. Wobei, die lassen wir erstmal raus. Hubmontage. Sitze. Frontscheibe. Klima. Und Armatur. Ja, Upgrades auf alles drauf. So. Beheiztes Lenkrad. Wer braucht das nicht? So, dann machen wir das so und dann auch an den so dran. Die werden jetzt auch angepasst. Jetzt muss man bloß hier ein bisschen aufpassen. Da muss man nämlich gucken, dass man auch die Upgrades vorher macht. Zumindest bei den meisten. Sonst fehlen dann bei den Autos am Ende das Zeug, was da durchgeht. So. Wie ihr seht ja schon, wir hauen jetzt richtig mehr Autos auch auf den Kopf. Also da geht jetzt auch mehr durch. Und das ist wichtig. Okay. Alles klar. Die Aladdin läuft, meine Lieben. Jetzt mache ich kurz Pause, weil das Ding muss hier weg, damit die Scheinwerfer reinpassen. Einmal der, einmal der. Hängt dran, wunderhübsch. So, jetzt sind hier drei Fertigungsstraßen, letztendlich nur für Zubehör. Alles, was Zubehör betrifft, geht jetzt hier noch mit rein. Und ihr seht schon, wir kriegen jetzt hier langsam Probleme, weil wir nämlich langsam aber sicher die automatische Bestandsüberwachung brauchen. Den schnellen Import, der ist eigentlich noch viel wichtiger. Den machen wir als nächstes. Und der schnellere Nachschub auch. Schnellerer Import, schnellerer Nachschub. Das ist jetzt momentan das Wichtigste. Importprioritäten finde ich auch wichtig. Die gehen damit eigentlich fast einher. Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Sehr nice von dir. Okay, machen wir so. Alles klar, dann ist jetzt alles, was Import betrifft, erstmal ein bisschen priorisiert. Und die Mängelverwaltung müssen wir dann auf jeden Fall auch noch mal durchchecken. Aber das geht momentan alles viel zu langsam. Also es kommt viel zu wenig Zeug rein. Beheizte Sitze, klar, rein das Zeug. Was spielst du da? Das ist Production Line. Wir bauen unsere eigene Autofabrik. Im Detail schaut das dann so aus. So, und hier wird produziert. Und zwar wie wild. Ist ganz geil eigentlich, oder? Was meint ihr? Mega? So, jetzt ist unser nächstes Nadelöhr. Wir brauchen eine Elektronikmontage. Die haben wir noch nicht vereinzelt. Also die ist noch so, wie sie ist. Dankeschön auch dir für dein Abo auf YouTube. Herzlich willkommen. So, jetzt, meine Lieben, geht's ab. Schneller Import. Das heißt, wir beschleunigen jetzt den Import. Das heißt, das Zeug kommt jetzt viel, viel fluffiger durch. Damit müssen diese Dinger nicht so ewig warten, bis sie importieren können. Dann sollten nämlich diese ganzen gelben und roten Dinger, sollten nämlich jetzt langsam aber sicher dann irgendwann mal aufhören. So. Und jetzt lassen wir nämlich hier, das dauert aktuell eine ganz schön lange, aber nur deswegen, weil hier auf Ressourcen gewartet werden muss. Hier könnten nämlich die Autos viel schneller durch, würden wir einfach schneller hier durchkommen. Und hier ungenügende Ressourcen. Sau blöd, wenn es an sowas scheitert, ne? Rimworld ist besser, sagt der Bernie. Ah, das kann man nicht vergleichen, das kann man echt nicht vergleichen. Philipp sagt, super toll.
Moritz findet beides gut. Wie viel kostet das Spiel? Müsst ihr selber gucken, auf Steam oder was? Und der Dominik auch nochmal ganz fix ein Abo hinterher geworfen. Vielen Dank dir. So, schneller Nachschub kommt jetzt. Jetzt rumpelt es hier langsam. Ne? Jetzt rumpelt es hier langsam. Ja, und die fordern aber permanent an. Also das ist wirklich hier nicht... ihr seht schon, überall wird hier gemeldet. Achtung, ich brauche. Jetzt gucken wir mal gerade ganz kurz. Können wir hier irgendwas draufpacken? Automatische Bestandsüberwachung zum Beispiel wäre extrem wichtig. Wir haben aktuell kein einziges Stück Auto von uns ist im zurückgehalten. Nur die, die einen Schaden haben, werden die quasi nicht verkauft. Das bedeutet, unsere Autos sind zu billig. Ich erhöhe auf 46.000 pro Fahrzeug. Ja, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Also hier hinten kommen wir langsam zurecht. Das wird jetzt so langsam. Hier müssten wir bloß lediglich irgendwann mal die Trocknungsgeschichte, also die ganze Lackiererei, könnten wir ja noch erweitern. Da könnte man dann auch noch gucken, dass man da vielleicht dann irgendwie noch eine zweite Fertigungsstraße reinbaut oder sowas. Das wäre auch denkbar. Weil da hier hinten, ob ich da jetzt eins weiter oder zwei weiter gehe und das dann hier hinten nochmal rumführe, das könnte ich mir auch vorstellen. Dass man das irgendwie andersrum löst. Mal gucken. Man kann das auch über Kreuz machen, theoretisch. Wann streamst du wieder Euro Truck? Vielleicht nächste Woche. Könnte ich mir denken. Ich muss mal gucken, oder übernächste Woche. Kann auch sein. Okay, meine Lieben. So. Es kommt jetzt so langsam die Forschung, die wesentlich wichtig wird, weil Importprioritäten sind wichtig. Das heißt, es wird geguckt, wo ist gerade am dringendsten was offen. Das macht das nämlich. Und liefert genau dahin, wo es gerade dringend ist. Gucken wir mal schnell. Wir sagen, Chip ist egal. Bevorzug lokal. Immer das nächste Objekt anfragen, unabhängig vom Ursprung. Das kann man jetzt zum Beispiel auch entscheiden. Na, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das nur aus der lokalen Eigenfertigung beziehen. Ja? In dem Fall brauchen wir jetzt den Chip zum Beispiel. Ja, jetzt könnte man sagen, produzieren wir doch einfach den Chip selber. Ja? Also in dem Fall, was haben wir da? Das ist die Elektronik. Ne? Computer montieren und so weiter, könnte man dann nochmal viel tiefer ins Detail gehen. Hier können wir zum Beispiel selber Frontscheiben herstellen. Ja? Frontscheibenmontage. Könnte man sagen, die ganzen anderen Sachen können wir als irgendwann dann selber produzieren. Hier in dem Fall. Ne? Hier, 2,4 kostet das, dann könntet ihr eure Frontscheiben selber produzieren. Macht natürlich Sinn, gerade bei sowas, wo immer was fehlt, wie den GPS hier fehlt, immer irgendwie. Was fehlt hier? Müssten wir mehr Fahrzeuge der Oberklasse produzieren. Ja, ich weiß. Will ich ja auch. Wie schaut es geldtechnisch aus? Jo, sind wir auf dem richtigen Weg gerade. Wir produzieren auch gerade ordentlich. Plus Kredite könnten wir jetzt mal gerade ganz kurz einen kleinen abbezahlen, damit wir mal ein bisschen Luft kriegen. So, und jetzt haben wir das nächste Problem, ne? Die Qualitätssicherung kommt gerade ans Limit. Qualitätssicherung. Wir forschen doch auch an der Qualitätssicherung, oder? Da, QA-Spezialisierung. Die ziehen wir jetzt mal vor. Und die Nachbesserung der Mängel ziehen wir auch mal vor. Machen wir das mal noch weiter hoch. So ungefähr auf die Höhe. Die Nachbesserung auch. Das Problem ist nicht der Export, sondern tatsächlich die Qualitätssicherung als solche. Jetzt kann man das lösen, theoretisch zumindest. Indem man sagt, wir machen das so. Ich hoffe, das reicht. So, jetzt nutzen wir den Platz halt so gut es eben geht. Und vor allem können hier unten mal ein bisschen Platz frei machen. Nächster Slot nicht gefunden. Ja, okay, das ist ein dämlicher Fehler gewesen. Warum geht das nicht? Geht doch. Jetzt geht's. Jetzt können wir halt theoretisch doppelt so viele Autos hier durchschieben. Und der braucht für ein Auto 3 Minuten 36. Und die brauchen... 5 Minuten. Okay, das passt.
Nebra passt nicht. Quark. Das staut sich dann auch hier beim Export. Und dafür ist dann eben so ein zweiter Exportschalter gut, um Autos dann weiter zu exportieren. Okay. Hallo, Joshua, grüß dich. Joshua, bist du endlich auf dem Weg nach Hause? Oh, mega. Ja, wenn du den ganzen Tag gewurstelt hast, dann ist das schwierig. Oh, was passiert hier gerade? Oh, automatisierte Bestandsüberwachung. Jo. Jetzt wird auch hier geguckt, was fehlt oder was braucht man. Da. Haben wir installiert bei all unseren Einrichtungen. So, hier werden ganz viele Mängel gerade festgestellt. Was ist bei dir falsch? Elektrische Komponenten montieren, ist ein bisschen Fehler reingekommen. Kann ja mal passieren bei dem Ding. Soldier, grüß dich. Füße hoch, nichts tun. Joshua ist genau richtig. Das ist jetzt genau richtig. So, wir kommen langsam hier weiter, dass hier hinten, dass wir diesen ganzen Überdruck mal wegbekommen. Und dann sollte das auch nicht mehr so heftig hier vorne an Engpass kommen. Oh, wir kommen gerade richtig zu Geld. Können uns dann auch mal überlegen, den nächsten Kredit wegzuhauen. Ich hau da jetzt wirklich mal ganz viele Kredite auch auf den Kopf, damit ich unsere Ausgaben, was die Kredite, die Schuldenrückzahlung betrifft, damit ich die mal pro Stunde reduzieren kann. 23.000 ist schon eine harte Nuss. Will ich nicht haben, kann weg. So, okay, lass mal gucken. Also hier kommen wir relativ gut zurecht. Unser Engpass aktuell ist die Lackiererei noch. Ich lasse jetzt trotzdem mal hier durchlaufen. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir die Mängelbeseitigung hinbekommen. Also dass hier derart viele Mängel auftauchen, gerade im Moment, ist ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen schwierig. Die Konkurrenz hat einen Tempomaten vor mir erforscht. Oh Mann, nicht in Ordnung.